Ein Angestellter fährt an 80% aller Arbeitstage mit der Bahn nach Hause. In zwei Drittel dieser Fälle kommt er pünktlich an. Durchschnittlich ist er an 3 von 5 Tagen pünktlich. Eines Abends kommt der Angestellte pünktlich zu Hause an. Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat er die Bahn benutzt? Das ist eine klassische Aufgabe zur bedingten Wahrscheinlichkeit und zum Satz von Bayes. Wir machen mal ein Baumdiagramm und eine Vierfeldtafel parallel. Also um welche Informationen geht es? Der Angestellte fährt an 80% aller Arbeitstage mit der Bahn nach Hause. Das heißt, wir haben schon mal die Unterscheidung Bahn und Nichtbahn. Er könnte auch zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Bus, das wissen wir nicht. Also es gibt nur Bahn oder Nichtbahn. 80% mit der Bahn, das heißt, wir müssen sagen, die Wahrscheinlichkeit für Bahn ist 0,8 und die Wahrscheinlichkeit für Nichtbahn ist dementsprechend 0,2. Ergibt zusammen 1. Es geht im Weiteren um Pünktlichkeit. Durchschnittlich ist er an 3 von 5 Arbeitstagen pünktlich. Also schreiben wir hier pünktlich und nicht pünktlich. 3 von 5, 3 durch 5 sind 0,6. Also die Wahrscheinlichkeit von pünktlich wäre 0,6, von unpünktlich 0,4. Parallel dazu machen wir mal einen kleinen Baum. Also Bahn und Nichtbahn 0,8 und 0,2. Und jetzt haben wir im Falle, dass er die Bahn benutzt, also in zwei Drittel dieser Fälle, das bezieht sich wirklich nur auf die Fälle, wo er die Bahn benutzt. In zwei Drittel dieser Fälle kommt er pünktlich an. Das heißt, wenn er die Bahn benutzt, dann kommt er in zwei Drittel dieser Fälle pünktlich. Also die Wahrscheinlichkeit Bahn und pünktlich müssten wir rechnen 0,8 mal zwei Drittel. Das wäre 8 Fünfzehntel. Diese 8 Fünfzehntel können wir schon mal hier eintragen in pünktlich und Bahn. 8 Fünfzehntel. Alle anderen Wahrscheinlichkeiten jetzt einzutragen wäre ein Kinderspiel, denn wir wissen, dass plus diese Zahl muss diese Zahl ergeben. Diese Zahl plus diese Zahl ergibt diese Zahl. Und dann können wir das einfach ausfüllen. Diese Zahl plus diese Zahl ergibt diese Zahl. Müssen wir jetzt nicht machen, denn das, was wir bisher haben, reicht, um die Aufgabe zu lösen. Ich mache mal ein bisschen Platz. Wir brauchen den Satz von Bayes, um folgende Wahrscheinlichkeit auszurechnen. Gefragt ist folgendes: Eines Abends kommt der Angestellte pünktlich zu Hause an. Er kommt pünktlich, das wissen wir. Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat er die Bahn benutzt? Also die Wahrscheinlichkeit, dass er die Bahn benutzt hat, unter der Bedingung, dass er pünktlich ist. Und um das auszurechnen, brauchen wir den Pfad pünktlich und Bahn, pünktlich und Bahn, pünktlich und Bahn. Also die Wahrscheinlichkeit P und B geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von P. Wahrscheinlichkeit von P ist 0,6. Also geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von P. Das können wir jetzt aufschreiben. P von B unter der Bedingung von pünktlich ist gleich 8 Fünfzehntel geteilt durch 0,6. Und das Ergebnis ist 8 Neuntel. Als Prozentzahl könnte man sagen, gerundet 88,9 Prozent. 88,9 Prozent wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er die Bahn genommen hat, unter der Bedingung, dass er pünktlich zu Hause angekommen ist.